So. Jetzt von Eimer, Ruder, Streichhölzer, Glasscherben. Gut. Jetzt mal gucken, wo wir hier hingehen können. Haben wir das schon fertig? Was haben wir hier noch? Mordwaffe, Tatort. Probieren wir einfach mal, ob wir hier noch irgendwie was hinkriegen, aber das passt scheinbar alles nicht. Gut, dann müssen wir, glaube ich, noch mal alles ablaufen, ne? Verflixt, ja. Was haben wir gesagt, dass nächstes Jahr verrückt werden, diese Bauern? Das ist so schlau. Der, ich habe Hurensohn gelesen, aber es ist der Bauernsohn. Okay, da fehlen uns noch die Dinger. Ja, das hilft uns nicht. Da müssen wir den anderen Kram finden für. Da fehlt uns auch was. Hier wollte ich mich gar nicht hin, aber wenn wir jetzt einmal oben sind, hier ist auch alles fertig. Hier haben wir auch alles gemacht, ne? Im Keller hilft uns auch nicht weiter. Dann gucken wir nochmal hier rein, ob. Da drin haben wir immer noch den Korken, ne? Da brauchen wir bestimmt einen Haken oder sowas, ne? Die geht doch weg. Nichts mehr, gehen wir mal nach oben gucken. Ich kann einmal voll machen. Wenn wir einen Eimer Wasser haben, weil ein Glas war ja viel zu wenig, vielleicht. Vielleicht reicht ein Eimer Wasser. Okay, den Korken haben wir schon mal. Oh, und guck mal, jetzt haben wir hier ein neues Wimmelbildspiel. Sehr schön. Was denn angekreuzt? Das, ne? Ah. Okay, Radmuttern. Waren aber Radschrauben. Die Puderdose. Eine Glühbirne. Ein Stirnband. Latschen. Kaktus, eine Pipette, ein Schiff, Sieg, ein Hut und ein Pilz brauchen wir noch. Ist das ein Pilz? Ne. Da ist ein Pilz. So. Ein Stirnband. Das ist wieder so eine Riesenkacke. Die findet die da keine. Da ist die Glühbirne. Thank you.
Da ist die Pipette. Der Kaktus ist da. So, Stirnband und Latschen brauchen wir noch, ne? So einen Latschen müsste man noch sehen. Zumindest den finden. Das Stirnband da, gut, da weiß ich selber, da sind meine Augen nicht gut genug für, aber. Aber Latschen. Da ist ein Stirnband. Das ist ein Haarreifen, verdammt. Jetzt fehlt noch ein Latschen. Das ist auch ein Hut hier, ne? Oder ist das eine Schallplatte? Das ist aber ziemlich krumm, wenn das eine Schallplatte ist. Ja. Wo haben wir den Latschen? Verdammte Hacke. Das ist ein Telefon. Das ist der. Ah, das ist erst wie eine Mütze. Okay, eine Pipette gefunden. Was können wir mit der Pipette machen? Und vor allem, was können wir mit dem Korken machen? Weiter zum See und dann noch zur Hütte, ne? Da sitzt er bestimmt auch drin, der Typ, oder? Okay, war ja eigentlich klar. The Church Detective. Kate is waiting for you. Really? Shouldn't you be searching for Kate? Und ich darf da nichts angucken, solange da der Typ sitzt. Okay, ich muss die Schüssel mit Harz füllen. Aber wo kriege ich Harz her? Dem Foto. Da ist das Kästchen offen. Ne, das ist nicht das Kästchen. Das auch nicht. 60913. Man kann auch anders. 609. Was war es? 13? Ich weiß schon nicht mehr. Aber richtig. Okay, das ist das Teil und. Was ist das? Ein Schädelteil. Aber die Metallfigur, die hatten wir ja in der Kirche. Was ist da noch? Ah, Harz ins Boot. Ich verstehe schon. Okay. Lag da was? Nee. Gut, dann gehen wir mal in die Kirche und gucken da mal unten an der Tür hinten. So. Okay, so. Achso, ich dachte, da war noch was anderes. Dann gehen wir mal in die geheime Kammer.
Da müssen wir wahrscheinlich mit der Axt draufhauen, aber hier war es mal Harz, ne? Dann haben wir das schon mal gefunden. Und da sind Leichen hinter, ne? Ragt da etwas heraus? Ja, kann sein, aber dann schneiden wir das doch mal ab. Das geht ja wirklich. Okay. Der Schatten hinter ihm ist ein Monster. Ja, notiere das mal. Besser ist das. Okay. Opfer, Tatort. Nee. Und ich dachte, können wir vielleicht irgendwo hinstecken. Tatort passt doch. Das Gemälde zeigt eine finstere Ritualszene. Dies muss der Tatort sein. Und die Form oben auf dem Bild? Ich erkenne es wieder. Die Opferstätte muss irgendwo unter der Erde sein. Ich muss einen Weg dorthin finden. Okay, das schafft man auch noch. Unterirdisch. Ja, das Spiel ist unterirdisch. Okay. Da ist noch ein Teil. Und noch ein Teil. Oh gut, dass ich schon mal geguckt habe. Sonst wären wir wieder rumgelaufen und hätten nichts gefunden. Okay. Hallo. Da. So, ich hab Harz. Wir sollten noch in dem Weg rühren und nicht darum. Hat er wieder alles falsch gemacht? Okay, alles bereit. Da holen wir es noch einmal raus. Ja, toll. Jetzt haben wir Harz gekocht und haben nichts zum Transportieren. Das ist ja super. Okay, ich dachte echt, wir kommen hier jetzt weiter, aber war dann doch nix. Ach nee, das war doch... Wir kommen doch da raus, ne? Ich dachte, da hängt was. Okay, da ist nichts mehr. Ja, das Seil ist eng umgewickelt und dann kriegen wir es nicht ab. Der Hund ist jetzt beschäftigt. Da braucht man noch einen Schlauch, wenn man das abfüllen will, ne? Ansonsten haben wir ja nichts mehr, ne? Aber da fehlt auch ein Reifen. Willst du zum Autodieb werden ohne Reifen? Okay, hier fehlt ein Griff. Okay, da müssen wir noch was finden für. Ja, da haben wir nichts von gefunden.
sollen wir lang. Ja, jetzt ist kein Wasser mehr da. Wenn man einmal Wasser benutzt hat, dann braucht man kein Wasser mehr. Dann ist das wie aus Geisterhand, wird das dann abgestellt für immer. Vom Wasserwerk. Naja, hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ich würde es ja einfach hier mit runterschlagen, aber das kann er wieder nicht. Wo sollen wir jetzt hin, ey? Ich habe noch was vergessen. Man, da kann man den Fuß drauf treten, Penner! Steht da drauf. Sein Haus muss einbrechen, haben wir doch gemacht. Buch von J.S. Collins. Ich habe kein Buch genommen, oder? Oh, das ist ätzend, da muss man so ewig hin und her rennen, ne? Ich habe scheinbar doch ein Buch genommen. Ich weiß es aber auch nicht mehr, wo wir hin sollen. Ja, und jetzt die Schritte, die du hörst, wo helfen die denn weiter? Ich guck mal gerade. Ja, toll, die kann. Wunderbar. Und jetzt? Brauchen wir doch was fürs Leck. So ein blöder Scheiß. Ja, natürlich wasserfestes Harz. Da hätte ich natürlich selber drauf kommen können.
steck mal einen Korken rein und kleben den hinzu. Natürlich. Und jetzt kann noch was da raus, ne? Okay, und natürlich ist der Eimer dann weg.